So, liebe Brigitte, ganz lieben Dank, dass du heute da bist zum Thema Glaubenssätze aufspüren. Ja. Damit die Leute wissen, wer du bist, stell dich gerne mal vor. Ja, also herzlich willkommen. Ich bin die Brigitte Weninger, nicht der Christian Weninger, wie es hier steht, sorry. Das liegt daran, dass ich an einem fremden PC quasi sitze. Aber wie gesagt, mein Name ist Brigitte und ich freue mich sehr, Sandra, dass du mir die Möglichkeit eben gibst, an deinem Kongress hinten raus zumindest noch teilzunehmen. Ich habe das leider erst relativ spät erfahren, dass es überhaupt die Möglichkeit gibt. Und ja, wer bin ich? Ich habe vor über 20 Jahren meinen Abschluss in Psychotherapie gemacht. Ich habe 30 Jahre in München gelebt, bin jetzt aus Österreich zugeschaltet, aus meiner ursprünglichen Heimat. Ich bin nach Corona wieder in meine Heimat zurückgekehrt. Und ja, ich habe einfach im Laufe der vielen Jahre gemerkt, dass kein Weg dran vorbeigeht an Auflösung von alten destruktiven Denkmustern und Strukturen, wenn man weiterkommen möchte. Also das eine ist, dass man erkennt überhaupt, dass man in irgendwelchen festgefahrenen Muster gefangen ist. Und zum anderen, dann kann man natürlich versuchen, okay, ich gehe auf die nächste Stufe, ich versuche mein neues Leben zu kreieren, wie ich das möchte. Und dann ist man aber immer wieder in der Situation, dass einem das alte Leben wieder einholt, bis man draufkommt, ja, da gibt es irgendein uraltes Muster in mir und das möchte ich jetzt finden und ich löse das jetzt auf und erst dann können wir dauerhaft auf einem relativ hohen Level schwingen und einfach wirklich unser Leben als Schöpfer unserer Qualität kreieren. Und das habe ich einfach, das hat sich immer wieder bestätigt. Ich habe hier auch eine eigene Praxis, wo ich lebe hier in Österreich. Und egal, ob die Leute mit einer Depression daherkommen oder ob sie irgendwas anderes, irgendwelche Süchte, Ängste, Phobien, es alles quer durch den Gemüsegarten. Es geht immer darum zu schauen, wo kommt es ursprünglich her? Und deswegen habe ich jetzt einfach mir gedacht, Glaubenssätze auflösen. Es ist wirklich egal, was du letztendlich dann da drauf setzt, wo du dich hinentwickeln möchtest. Das ist so das kleine Einmaleins, um wirklich weiterzukommen danach. Und von daher freue ich mich, dass da jetzt doch großes Interesse da ist und viele sich zuschalten und sagen, ja, ich möchte jetzt auch mal da genauer hinschauen, wo es bei mir immer so ein bisschen hakt. Das mal ganz, ganz grob zu meinem Hintergrund, wie ich auf die Idee komme, das zu machen und wer ich bin. Ja, ich weiß nicht, seid ihr therapeutisch bewandert? Seid ihr, also ich habe vor kurzem einen Online-Kurs gemacht. Da gab es interessanterweise einen Großteil an Therapeuten als Zuseher und Mitmacher, die selber eben in irgendeiner Form coachen oder Therapie anbieten. Weil es natürlich auch sehr, sehr wichtig ist, dass man da sich vielleicht einen neuen Input mal holt oder so. Und von daher würde es mich jetzt interessieren, was habt ihr für ein Background? Interessiert es euch einfach privat oder seid ihr auch Therapeuten? Wer mag was reinschreiben? Gibt es einen? Also wer von privat? Ja, super. Karin privat, ja. Gisela, Heilpraktikerin. Wer ist Gisela? Wo? Ist nicht mit Foto dabei, schade. Jimmy, super. Sowohl als auch Birgit. Also, super. Claudia, privat, privat. Ja, also, sehr schön, sehr schön. Also, querbeet haben wir es hier auch wieder. Und man fragt sich vielleicht, mei, man kann ja vielleicht auch mit diesen Glaubenssätzen ganz gut leben. Es plätschert so schön dahin. Janine sagt auch privat, ja, super. Aber es ist, wenn du an dem Punkt angelangt bist, wo du sagst, ich möchte jetzt wirklich eine Lebensqualität kreieren, die meinem innersten Wesen entspricht, wie gesagt, dann musst du dich damit beschäftigen. Es geht gar nicht anders. Die Krux dran ist nur, dass du manchmal, also wir alle haben Glaubenssätze in uns, die uns zum großen Teil gar nicht bewusst sind.
Und die sind eigentlich die gefährlichen, weil all die Dinge, die so an der Oberfläche schweben, kann man ja sofort sagen, na ja, wenn ich mir das jetzt genau überlege, das muss ich ja heute gar nicht mehr so machen, da bin ich längst hinausgewachsen. Wir haben ja viele Dinge von oder Verhaltenskodexe von unseren Eltern übernommen und sagen, die haben das immer schon gemacht, so das muss ich jetzt nicht machen, das kann ich einfach mit der Ratio klären und sagen, das lasse ich los, das mache ich nicht, ich mache das anders. Ja? Aber die gefährlichen Dinge, die gefährlichen, sabotierenden alten Muster sind die wir gar nicht kennen. Ja? Und da habe ich einfach die Erfahrung gemacht, dass wir, wenn wir in einen Alpha-Zustand gehen, das heißt in einen Bewusstseinszustand, wo das Gehirn sehr niedrigfrequent schwingt, wo wir einfach kurz, also wir kennen den Alpha-Zustand alle von der Phase, wenn man kurz vorm Einschlafen ist zum Beispiel oder kurz nach dem Aufwachen. Da arbeitet das Gehirn in diesen großen, in diesen niedrigfrequenten Wellen und da sind wir ganz nah an unserem Inneren dran, an unserer Essenz, an unserer Intuition, an unserem wahren Wesen letztendlich. Und wenn wir diesen Alpha-Zustand bewusst herbeiführen, können wir in diesem Zustand ins Unterbewusstsein gehen und all die Ursprungssituationen entlarven und löschen und umerleben, die dazu geführt haben, dass wir heute als erwachsene Menschen immer noch irgendwie mit so einer Handbremse durchs Leben gehen. Und das ist eine geniale Sache. Hat da irgendjemand Erfahrungen schon in der Richtung? Jetzt bin ich ganz neugierig. Oder Fragen? Gibt es da irgendwelche Erlebnisse in der Richtung? Habt ihr schon mal was gemacht? Ja? Ja, was genau? Möchte jemand? Ja, einige doch, ja. Birgit, möchtest du konkret irgendwie? Oder Gisela, diejenigen, die da jetzt Ja reingeschrieben haben, möchtet ihr irgendeine Erfahrung teilen, wie ihr das gelöst habt? Ist man bei der Hypnose im Alpha-Zustand? Ja, Karin, genau. Bei der Hypnose, es kommt drauf an. Also es ist ein fließender Übergang von Alpha auf Theta. Also in diesem jetzigen Bewusstsein, wenn wir hier miteinander sprechen, ja, dann sind wir in der Beta-Phase. Das heißt, da ist der Ratio an. Unser Gehirn arbeitet und in Kommunikation mit allem, was uns umgibt hier und so weiter. Also da, wenn wir miteinander sprechen, sind wir in der Beta-Phase. Danach kommt die Alpha-Phase eben, die weit drunter liegt. Und dann gibt es einen nahtlosen Übergang in die Theta-Phase. Da schlafen wir dann aber. Also wenn du dann, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn irgendwo total übermüdet sitzt und es fällt euch so der Kopf runter. Also ich kenne das von früher, wenn ich in der U-Bahn oft gesessen bin und irgendwo heimgekommen bin, bin total müde und dann fällt so der Kopf runter langsam und dann so. Da warst du in einem ganz tiefen Alpha-Zustand, der schon in den Theta übergegangen ist. Also es ist ein nahtloser Übergang. Und in der Hypnose ist es genauso, dass du in einem tiefen Alpha-Zustand bist. Man spricht auch von der hypnotischen Trance, ja. Und das wird genau deswegen gemacht und deswegen ist auch eine Hypnose zum Beispiel so wirksam, weil du da eben diesen kritischen Verstand, der da sagt, naja, das kann ja gar nicht sein und ist ja Blödsinn und gibt es ja gar nicht, der ist zwar da und hört das, was du sagst oder was der Hypnotiseur sagt oder was du dir selber suggerierst, ja, aber das ist ihm egal in der Zeit, ja. Der sagt, okay, soll man reden, ich höre mir das an. Also es ist nicht dieser sofort der innere Kritiker, der da sagt, na, vergiss es einfach, Blödsinn. Ja? Das heißt, der hört sich das an und du kommunizierst trotzdem direkt mit deinem Unterbewusstsein. Und der kritische Verstand ist in diesem Alpha-Wellenbereich eben sowas wie auf Standby, ja? Der schaut sich das wie so ein Beobachter an. Und deswegen ist es so unglaublich wirksam, weil wenn du da wirklich in der Phase bei dir bist, dann kannst du so unglaublich tiefgreifende Veränderungen herbeiführen. Und
Da sparst du dir oft ein halbes Jahr, dann ja, irgendwelche therapeutischen Sitzungen, wo du analysierst und wo kommt es her und warum und wo könnte die Ursache liegen. Das ist alles nur da in diesem oberen Bereich angesiedelt. Das ist wie so die Spitze vom Eisberg. In dem Moment, wo du wirklich ins Unterbewusste gehst, da kannst du an die Wurzel gehen und sagen, okay, jetzt reiße ich die Wurzel aus, ja, und ich eliminiere das oder ich erlebe es um, da kommen wir gleich nochmal drauf. Da gab es gerade noch eine Frage im Chat, die sehe ich jetzt nicht mehr. Was war das? Irgendwas Längeres? Kerstin, war das vielleicht? Nee, die Birgit, die schreibt, habe früh mit autogenem Training begonnen, meditiere neuerdings, bin viel in Trancezuständen, dies dient alles der Selbstbeobachtung. Ja, und schau, und Selbstbeobachtung, da lieferst du mir ein tolles Stichwort, weil wer ist denn das, der da beobachtet? Haha, wenn es der Kopf nicht ist, wer ist es dann? Das ist im Prinzip dein Innerstes, dein eigener, dein Sein, ja? Und da wollen wir alle hin. Wir wollen in einen Bewusstseinszustand, der unabhängig ist von all den Dingen, die im Außen passieren, weil da bist du frei. In dem Moment, wo du gecheckt hast, du bist nicht das, was du tust und wie du heißt und du bist auch nicht dein Körper und du bist auch nicht dein Beruf und du bist auch nicht dein irgendwas und du bist auch nicht so, wie deine Eltern mal gesagt haben, unbedingt, wie du angeblich bist. Also wenn du aus dieser Identifikation rausgehen kannst, ja, wenn du das mal einfach daneben hinstellen kannst und wie so schön jetzt gesagt wurde, der Beobachter, ja, wer ist denn das dann? Da gibt es ja offenbar noch irgendwas außerhalb unserer Identifikation mit dem Körper. Ja? Wenn wir uns mit dem connecten, wenn wir uns damit identifizieren, dann sind wir bei uns. Ja? Und wenn wir dann erleben mal, dass diese Kraft, die in uns ist, wirklich völlig unabhängig ist von den äußeren Umständen, dann sind wir sowas von stark, weil wir einfach aus einem Gefühl der Fülle heraus unsere Entscheidungen fürs Leben treffen. Also es ist nicht im Moment, also 90% der Weltbevölkerung behaupte ich mal, oder vielleicht sind es nur 80, aber auf jeden Fall ein Großteil agiert so, dass sie sagen, ich brauche erstmal dies und jenes im Außen, dann geht es mir gut und dann kann ich mich auch gut fühlen. Und machen quasi ihr Wohlbefinden von irgendwelchen äußeren Umständen abhängig. Und stell dir vor, du drehst das jetzt mal um, ja? Du sagst, ich bin in Kontakt mit mir, mit meinem inneren Wesen, mit meinem Sein, was völlig frei ist von irgendwelchen äußeren Einflüssen. Und das schaffst du nur in der Trance, weil sonst kommt sofort das Hirn und sagt, naja, Moment, ich brauche doch erst mal dies und jenes, ne? Also, in der Trance schaffen wir das, dass wir mit unserem inneren Kern connected sind, ja? Und du generierst hier ein Gefühl, ein Lebensgefühl, was aus der Fülle entsteht, ja? In jeder Beziehung Fülle, ja. Also aus diesem Bewusstsein, dass du wer schon mit Hypnose mal gearbeitet hat, kennt wahrscheinlich Marissa Peer, bei der habe ich zwei großartige Hypnosekurse gemacht, die Englands bedeutendste Hypnotherapeutin, sage ich jetzt mal. Die sagt immer, ich bin genug, ja. Schreibt euch auf den Spiegel mit Lippenstift, ich bin genug, ja. Also, wenn du dieses Gefühl hast, ich bin genug, egal was da im Außen passiert und aus diesem Bewusstsein heraus dein Leben kreierst, dann ist das authentisch. Dann sage ich nicht, ich muss jetzt dies und jenes machen, damit ich mich sicher und gut und toll fühle. Sondern ich bin erstmal sicher, ich bin erstmal gut, ich bin genug, ich bin schon vollkommen in gewisser Weise, wenn ich mit diesem Sein eben mich verbunden habe. Und das ist ein Riesenunterschied, weil dann tue ich nur noch Dinge im Außen, die meinem inneren Auftrag entsprechen, die meinem inneren Wesen entsprechen. Und dann gibt es natürlich trotzdem Lernerfahrungen, so wie ich heute. Ich habe mit der Technik heute schon ein bisschen Troubles gehabt, weil ich das noch nicht so oft gemacht habe. Ich habe bisher immer eins zu eins mit den Leuten gearbeitet und habe große Seminare gemacht, aber eben direkt. Das ist noch nicht so lang und deswegen, da bin ich auch im Lernen. Und trotzdem, ich verurteile mich deswegen nicht. Da bin ich gnädig mit mir und sage, okay, es kommt schon.
Also ich mache mein Wohlbefinden jetzt nicht davon abhängig, ob ich jetzt da sofort so fit bin oder nicht in der Richtung. Natürlich kommen trotzdem Dinge auf einem zu. Aber wie gesagt, das ist die Frage, ob du dich damit identifizierst oder ob du sagst, okay, das ist eine Lernaufgabe, da wachse ich schon noch rein. Aber ich fühle mich schon mal, vom Prinzip her fühle ich mich gut genug. Ja, gut genug. Kennt ihr das? Habt ihr das schon mal irgendwie erlebt auch, dass man das umswitchen kann und was das mit euch tut? Hat da irgendjemand schon mal was gemacht in der Richtung? Also jemand hat ja vorhin wegen Hypnose gefragt, ich nehme an, da gab es solche Erfahrungen schon mal. Ja, ansonsten seid jetzt fällig, sonst kommt es jetzt. Sonst macht ihr jetzt die Erfahrung. Nein, es ist einfach eine irre Bereicherung und es gibt eine irre Freiheit, wenn man das so mal sieht. Was steht da, Karin? Nein, ich habe demnächst einen Termin. Okay, was hast du für einen Termin? Mit Hypnose? Ah, zur Hypnose. Ja, super. Ja, sehr schön. Na, da wirst du ja genau in diesen Zustand kommen. Hypnose ist super, aber wir können natürlich auch, also Hypnose ist, mit Hypnose assoziiere ich immer, irgendjemand lässt sich hypnotisieren und ein anderer, also der Hypnotherapeut, suggeriert dir was. Das ist super, wenn das ganz, ganz klar abgesprochen ist, was passieren soll. Aber du kannst dich natürlich auch selber in so einen hypnotischen Zustand, in diese Trance versetzen. Und da biete ich auch demnächst einen großen Kurs dazu an. Um aus diesem Bewusstsein heraus eben wirklich mit Mentaltechniken, mit sehr verfeinerten Mentaltechniken, dir das Wissen runterzuladen, was du brauchst zum Beispiel, oder zu reinzufühlen, was ist denn überhaupt meine Berufung, was ist denn, wofür, was ist mein übergeordneter Sinn in diesem Leben? Habe ich schon alles, kenne ich überhaupt schon alles von mir? Oder ist es immer erst noch so auf der Oberfläche, wo ich sage, naja, ich arbeite halt von 9 to 5, ich habe vielleicht eine Familie, ist alles schön und gut, aber irgendwie plätschert es nur so dahin. Und ich frage, wenn die Leute immer sagen, naja, ich weiß ja gar nicht, was so in mir steckt, habe ich überhaupt einen Lebensauftrag? Das klingt so groß. Ja, es ist meine persönliche Meinung. Ich denke, jeder hat einen Lebensauftrag, einen übergeordneten. Und du kommst erst dahinter mit der Zeit, wenn du wirklich ganz bei dir bist, wenn du Möglichkeiten gefunden hast, mit deinem Inneren zu kommunizieren. Da tun sich dann einfach die neuen Dinge auf und du spürst irgendwann ganz genau und du vertraust dann auch deiner Eingebung, also deiner Intuition zum Beispiel, und merkst, aha, okay, in die Richtung könnte es gehen, ja. Also das ist ein breites Feld, was man da beackern kann. Und je mehr man sich damit beschäftigt, desto feiner wird man auch in der Wahrnehmung und in den Möglichkeiten, damit wirklich zu arbeiten. So, jetzt geht es aber heute primär wirklich um diese Glaubenssätze. Und was ich auch noch sagen wollte, ist, alles, was du in deinem irdischen Dasein hier nicht gelöst hast, das gibst du automatisch an die nächste Generation weiter. Das möchte ich auch noch sagen, weil ich weiß nicht, ob ihr Kinder habt, also ich habe Kinder und ich, obwohl ich mich schon so lange damit beschäftige, mit diesen Themen, finde ich immer noch Dinge, wo ich mir da denke, Mensch, mein Sohn spiegelt mir das jetzt, ja, was ich da so immer noch, welches Süppchen ich da noch am Kochen habe, was ich noch nicht gelöst habe. Und wenn du möchtest, dass du deinen Kindern nichts weiter, oder wenig, so wenig wie möglich, Altlasten weitergibst, die mit ihrem Leben eigentlich gar nichts zu tun haben, sondern aus deiner Küche kommen noch oder von deinem Paar davor entstanden sind, dann schau mal, dass du dein Leben jetzt aufräumst, dass du deine Fettnäpfchen gelöst hast, weil dann kannst du deinen Kindern einfach ein freies Leben ermöglichen. Die machen sowieso noch selber genug Erfahrungen, an denen sie knabbern, aber prinzipiell
ist es oft so, das kennt jemand, der vielleicht schon länger mit so therapeutischen Methoden arbeitet, kennt sicher die Familienaufstellungen auch in der systemischen Therapie. Da gibt es ja Dinge, da wird über Generationen irgendeine Altlast weitergegeben. Und in dem Moment, wo der eine das löst, dann wird die ganze Familienreihe geheilt dadurch. Und letztendlich geht es dann auch bei den Glaubenssätzen darum, in die andere Richtung. Also wenn ich jetzt heute sage, ich habe jetzt irgendwas erkannt, was in mir da noch nicht geheilt ist, ja, was noch nicht aufgelöst ist, und mir ist es gar nicht bewusst, wie gesagt, dann spüren die Kinder das und die spiegeln dir das und unbewusst auch und haben vielleicht selber mit Problemen dann zu kämpfen, die gar nicht in ihrem Leben, in ihrem Bewusstsein, in ihrem Erfahrungswert entstanden sind. Und deswegen finde ich es umso wichtiger, dass man selber aufräumt bei sich. Gut, okay. Gibt es soweit noch Fragen? Wir werden mit von Birgit. Birgit schreibt, was heißt das? Wir werden mir während. Jetzt ist sie weg. Jetzt kann ich es nicht mehr lesen. Ich glaube, da war es irgendwie, wie mir das bewusst wird, welche Glaubenssätze da wir sind. Wir werden mir während der Trance bestimmte Glaubenssätze, die noch unbewusst sind, bewusst. Genau, das machen wir jetzt. Also, die Sandra hat euch allen, glaube ich, zum Runterladen so ein Skript gegeben. Ich weiß nicht, ob ihr da jetzt Zugang dazu habt, ob ihr es ausgedruckt habt oder ob ihr habt ihr da jetzt irgendwie Zugang drauf? Ich habe auch gerade den Link nochmal in den Chat gestellt, kann ich aber auch gerne nochmal machen. Vorsorglich. Wenn nicht, ist es auch kein Drama. Wir machen mal ein so ein exemplarisches Beispiel, würde ich sagen. Aber wenn ihr Zugang drauf habt, dann wäre es ganz gut. Also das sind so, was habe ich da, 9 Seiten, glaube ich. Da steht drauf, Bedeutung und Aufspüren von Glaubenssätzen. Genau. Also, und ich habe in der ersten Seite, habe ich nochmal so beschrieben, was sind denn überhaupt Glaubenssätze? Ich glaube, das ist das jedem bekannt oder soll ich da nochmal drauf eingehen, was überhaupt Glaubenssätze sind? Ich habe jetzt schon so weit ausgeholt, aber ich glaube, die meisten wissen mittlerweile, was Glaubenssätze sind. Also von der Entstehung her ist es einfach so, dass du als kleines Kind alles wie so ein trockener Badeschwamm aufsaugst, was um dich herum passiert, was gesagt wird über dich, auch über die anderen, wie das Leben angeblich funktioniert. Und all das speicherst du ab, ja? Und wenn du dann irgendwann erwachsen bist, hast du das Gefühl, die Oma hat immer gesagt, ich bin eine ganz Fleißige und ich bin ganz lieb. Und ja, der Papa hat aber immer gesagt, du bist eine Faule, du liegst nur am Sofa mal dumm und jetzt mach mal was und was weiß ich. Oder der eine sagt, du bist nur was wert, wenn du gute Note heimbringst von der Schule. Ja? Oder dein, was weiß ich, keine Ahnung. Also all dieses Selbst. Einschätzungen entstehen erstmal im großen Umfang von Reaktionen von außen, ja, von der Familie, von Lehrern, vom Umfeld, vom kulturellen Umfeld auch, wie man sich zu benehmen hat, wie man sich zu äußern hat und so weiter. Also die kulturelle Prägung ist auch sehr, sehr wichtig. Und wie gesagt, dann bist du irgendwann erwachsen und du machst bestimmte Dinge völlig unreflektiert aus einer Gewohnheit heraus und denkst irgendwann vielleicht mal, wenn du nicht mehr bei deinen Eltern wohnst, warum mache ich das eigentlich? Das ist der günstigste Fall, ja? Das ist doch, dann kannst du diese Muster eben hinterfragen und in dem Moment, wo dir der Sinn nicht mehr wichtig genug ist, kannst du sagen, von dem Muster verabschiede ich mich, ich mache das jetzt auf meine Art. Ja? Und dann gibt es aber eben Dinge, die äußern sich eher dadurch, dass du an Themen kommst,
die immer wieder, wo du denkst, ich mache doch jetzt eh dies und jenes und ich jedes Mal zum Beispiel am Partner, ich kriege immer wieder einen Partner, ich ziehe Partner an, die mich irgendwie schlecht behandeln oder die mich nicht wertschätzen oder irgendwie sowas, ja? Und du hast keine Idee, warum das eigentlich so ist, ja? Und da liegt 1000%ig ein Muster dahinter, das aus der Kindheit kommt oder aus einer früheren Zeit zumindest, ja? Wo du vielleicht in deiner Familie oder in deinem Umfeld einfach ähnliche Verhaltensmuster aufgesaugt hast oder du von deinem Vater vielleicht, also wenn es gerade den Partner betrifft, ist es meist die väterliche Seite, wo du nicht wertgeschätzt wurdest, wo der gesagt hat, also wo ein Glaubenssatz sinngemäß entstanden ist, der da heißen könnte, naja, du, was willst denn du schon? Du bist ja niemand oder also irgendwie sowas, ja, also irgendwas, was sehr destruktiv ist. Und wie gesagt, wir reflektieren das als Kind ja nicht. Wir nehmen das eins zu eins auf und du hast unbewusst irgendwo in dir drinnen so ein Muster, dass du heißt, ich bin nichts wert. Und das spiegelt dir dein Partner. Und der lässt sich das spüren, dass du nichts wert bist, bis du irgendwann mal diesen Knoten gefunden hast und sagst, okay, ich bin heute, ich übernehme die Verantwortung für meine Lebensqualität und ich habe eine Möglichkeit, das aufzulösen. Und ich würde gerne jetzt mit euch die wesentlichen Hauptthemen, die jeder so im Leben hat, also Familie, Beruf, Finanzen, was haben wir noch, Gesundheit, diese vier Hauptthemen, um die sich letztendlich das Leben immer dreht, mal ein bisschen unter die Lupe nehmen und schauen, wo es bei euch eventuell so Verhaltensmuster gibt oder wiederkehrende Erlebnisse, wo ihr merkt, einfach, das tut mir einfach nicht gut. Ich weiß aber nicht, erstens, was dahinter steckt und zweitens schon gar nicht, wie ich die ändern kann. Und wenn ihr Lust habt, machen wir da mal eine ganz kurze Innenschau und versuchen mal ein Thema rauszufinden, was im Moment bei euch einfach wirklich präsent ist und sagt, wo ihr sagt, das ist jetzt echt an der Zeit, dass ich mich davon mal trenne, dass ich mir das bewusst mache, was da in mir sabotiert ständig und wo ich nie wirklich nach vorne komme, ja? wo ich das Gefühl habe, ich bin wirklich eingebremst, ausgebremst. Ich kann meine Vitalität, meine Lebensfreude, meine Kraft nicht nach außen bringen, weil da immer wieder irgendwas kommt, was mir das Bein stellt. Seid ihr daran interessiert, dass wir das machen? Ich gehe mal davon aus, wenn ihr an dem Workshop heute teilnehmt. Ja? Okay, also wenn ihr dieses Skript habt, könnt ihr gerne reinschauen. Ansonsten, wie gesagt, ich würde es jetzt so machen, dass wir eine ganz kurze Übung machen, dass wir mit unserem Inneren besser in Kontakt kommen. Und dass wir dann reinspüren, was es sein könnte. Wie wir es dann auflösen, kommt später. Ja? Also, dann würde ich sagen, starten wir mal kurz. Setzt euch mal ganz bequem hin, sodass ihr wirklich euch entspannen könnt. Ja? Weil das ist die Voraussetzung, eine entspannte Körperhaltung, dass sich auch der Geist entspannen kann und dass ihr mit eurem Innern, mit eurer inneren Weisheit in Kontakt kommt. Ihr könnt auch gerne die Augen schließen schon mal und wir legen los. Ja. Also, wir atmen mal ganz tief durch die Nase ein und durch den Mund aus. Und ihr könnt, wenn ihr wollt, die Augen schließen. Und ein und wieder aus. Und schaut wirklich, dass sich die Bauchdecke dabei hebt und senkt. Und ein. Und wieder aus. Und jetzt machen wir beim Ausatmen wie so eine Rutsche runter zum Bauch. Also ich atme ein und nehme Ton dazu. Ah. Ja, sowas. Und ich atme ein
Und geh mit einem Laut, wie mit einer Rutsche in den Bauch. Wow. Und das machen wir noch 3-4 Mal. Einatmen. Und ah. Und noch einmal. Ah. Und dann legst vielleicht mal die Hände auf den Bauch. Und konzentriert euch einfach darauf, wie es sich anfühlt, dass der Bauch sich hebt und senkt beim Atmen. Und dann spürt mal in euer Herz hinein. In euren Energieraum im Herzen. Ihr könnt auch eine Hand jetzt aufs Herz legen, eine auf den Bauch. Und jetzt stellt euch mal die Frage innerlich mit dem Herzen, welcher Lebensbereich läuft im Moment super gut? Und welcher Lebensbereich ist noch, wo ist noch Luft nach oben? Wo möchtet ihr was verändern? Also wir gehen es vielleicht mal einzeln durch. Also wir fangen vielleicht bei dem Thema Beziehungen an. Spürt hier mal rein. Atmet tief in den Bauch hinein. Verbindet das Herz mit dem Bauch, mit euren Händen. Und fragt euch, in meinen Beziehungen, ausatmen. Läuft da alles rund oder was wiederholt sich ständig? Welche Muster erkenne ich? Gibt es da irgendwas, was destruktiv ist, was gegen mich von der Energie her arbeitet? Gibt es da irgendeine Thematik? Vielleicht mit dem Partner, mit den Kindern, mit den Eltern, mit den Arbeitskollegen. Beziehung kann, also immer wenn du mit Menschen zusammenkommst, geht es um Beziehung letztendlich. Spürt es mal ganz tief in euch rein. Und wenn ihr was zu schreiben neben liegen habt, dann könnt ihr Stichworte hinschreiben, vielleicht, dass ihr es nicht vergesst oder ihr merkt es euch einfach. Gibt es zum Thema Beziehungen Situationen, wo ihr immer emotional werdet, vielleicht, wo ihr immer wütend werdet, wo ihr immer euch benachteiligt fühlt, vielleicht, wo ihr euch traurig oder gekränkt fühlt? Und mit welchem Verhalten ist es verbunden, diese Emotion? Was passiert in dieser Situation, dass ihr euch so fühlt? Wütend, traurig, hintergangen, ausgenutzt, gedemütigt, was auch immer es ist. Ja? Spürt mal rein, ob ihr da ein Thema habt gerade oder schon länger. Und atme tief und stellt einfach mal fest, ob es sowas gibt. Ja, und wir schauen noch ein zweites großes Thema an. Das ist das Thema Gesundheit. Gibt es irgendwelche gesundheitlichen Problematiken, wo er sagt, ich weiß nicht, das kriege ich nicht los und da ich weiß nicht weiter und immer wieder sinke ich in diese Abwärtsspirale rein. Auch da geht es in euch mit dem Atem, eine Hand aufs Herz, eine in den Bauch und schaut mal. Fühlt mal hinein, ob es da ein immer wiederkehrendes Thema gibt.
wo ihr so ein bisschen vielleicht verzweifelt seid, weil ihr nicht weiterkommt, oder wo ihr Schuldgefühle habt, vielleicht sogar, dass ihr das immer noch nicht gelöst habt. Oder wo ihr einfach nur traurig seid. Okay. Und dann nur noch der Vollständigkeit halber, da gehen wir aber nicht mehr im Detail jetzt rein. Die Themen Beruf, Finanzen, die sind natürlich verwandt miteinander. Gibt es da Themen, wo ihr sagt, da stelle ich immer wieder fest, ich komme immer wieder in dasselbe Dilemma hinein? Vielleicht gibt es da alte Muster, die ihr schon antrainiert habt als Kind, von den Eltern abgeguckt und so weiter. Gut. Dann würde ich euch bitten, dass ihr für euch entscheidet jetzt, welches Thema ihr jetzt ganz konkret in diesem Moment jetzt als belastendes, als am extremsten belastend empfindet von all denen, die ihr jetzt gefunden habt. Ein Thema sucht euch raus. Und dann spürt mal rein, welche konkrete Emotion ihr damit verbindet. Also wie gesagt, es gibt eine große Traurigkeit vielleicht. Gibt es Scham, Schuld, Wut? Gibt es Hilflosigkeit? Gibt es das Gefühl, keine Kontrolle zu haben drüber? Welche vordergründige Information bekommt ihr von eurem Inneren? Welche Emotion löst das immer bei euch aus? Es gibt auch oft so ein Gefühl von Ohnmacht, dass man das Gefühl hat, ich weiß überhaupt nicht, ich fühle mich wie ein kleines Kind. Ich kann damit überhaupt nicht umgehen, bin handlungsunfähig jetzt, ohnmächtig. Gut. Dann würde ich sagen, dass wir jetzt eine ganz kurze Reise ins Innere machen, um euch ein Gefühl davon zu geben, eine Idee davon zu geben, wie man so ein Thema auflösen kann. Seid ihr damit einverstanden? Ja? Okay. Gut. Also ihr nehmt jetzt ein Thema mit gedanklich in diese Trance-Reise. Und zwar geht es hauptsächlich um die Emotion, gar nicht mal um den Vorfall als solchen. Und wir werden eine Reise zurückmachen und versuchen, die Schlüsselsituation ausfindig zu machen, wann dieses Gefühl das erste Mal in euch entstanden ist. Und wir werden dann versuchen, es umzuwandeln. Unser Geist ist nämlich so konstruiert, dass es ihm egal ist, ob das jetzt wirklich vor 30 Jahren oder vor 20 Jahren passiert ist, oder ob ihr das jetzt mit einer großen Emotionenverbindung nochmal anschaut. Der Geist kann das nicht unterscheiden. Und es birgt eine Riesenchance in sich,
weil wir können es einfach umändern, die Situation, und damit lösen. Gut, also macht es euch bequem. Konzentriert euch auf euren Atem, schließt die Augen und ich führe euch jetzt kurz, aber knackig in diese Zeit zurück. Also wir atmen nochmal tief ein und aus. Ein, aus. Und wir drehen bei geschlossenen Augen die Augen nach oben, sodass wir das Gefühl haben, wir schauen zwischen unsere Augenbrauen. Und wir atmen weiter tief ein und aus. Und du bleibst mit deinen Augen im Fokus zwischen deinen Augenbrauen, wo unser sogenanntes drittes Auge ist. Und du atmest noch zwei, dreimal weiter. Und wenn deine Augenlider jetzt zu flattern beginnen, ist das ein gutes Zeichen. Weil das heißt nur, dass du in einen tiefen Alpha-Zustand verfällst, wo du zwar aktiv und handlungsfähig bist, wo dein Geist in eine Phase kommt, wo ihm das egal ist, wo du nur mehr mit deiner Intuition und mit deinem Unterbewusstsein in Verbindung stehst. Und wir gehen jetzt mal den Körper noch ganz kurz durch, um ihn zu entspannen. Wir fangen bei der Stirn an. Du kannst deine Augen jetzt vergessen. Wir fangen mit der Stirn an und du befiehlst jetzt deinen Nerven, sich zu entspannen. Deine Stirn ist jetzt vollkommen entspannt. Die Energie folgt immer deinen Anweisungen. Und die Welle der Entspannung führt bei jedem Ausatmen tiefer. Und die Welle geht durch die Augen, die Nase, die Ohren. Und die nächste Entspannungswelle trifft auf die Stirn und Nebenhöhlen, auf den Mund und Kiefer. Kiefer fällt ein bisschen runter, ist ganz entspannt. Der Hals und der Nacken entspannen sich. Die Schultern, die Arme, die Hände, die Finger. Und die nächste Welle der Entspannung geht durch den Brustkorb, die Rippen, alle Organe, die darunter sind, das Herz, die Lungen. Die Speiseröhre, die Luftröhre, die Lungenflügel, der Solar Plexus, der Magen, die Galle, die Bauchspeicheldrüse, alles entspannt sich tief. Die Gedärme, die Nieren und Nebennieren, die Blase, die inneren und äußeren Geschlechtsorgane, die Hüften, die Leisten. Und die nächste Welle setzt sich in die Oberschenkel, die Knie, die Unterschenkel fort. Die Fersen, die Füße und die Zehen. Und du schickst nochmal von Kopf bis Fuß eine Welle der Entspannung durch deinen ganzen Körper und du atmest tief aus. Dein ganzer Körper ist jetzt entspannt und das Nervensystem ist beruhigt. Dein Geist ist entspannt und bereit, sich auf die Reise zu begeben. Und nun lade ich dich ein, dass du dich nochmal auf dein drittes Auge konzentrierst und du stellst dir vor, dass nach hinten raus ein Lichtstrahl in die Vergangenheit führt. Hin durch deinen Kopf, durch in die Vergangenheit, nach hinten.
ein weißer Lichtstrahl der Heilung. Und stell dir vor, dass auf diesen Lichtstrahl eine Perle, wie auf so einer Rechenmaschine, auf so einer alten, drauf ist. Und du konzentrierst dich jetzt auf diese Emotion, deren Ursprung du finden möchtest. Wie ich eingangs gesagt habe, such dir ein Thema raus, eine Emotion, die sich gerade belastet, die du lösen möchtest, die du erkennen möchtest und heilen möchtest. Also konzentriere dich auf diese Emotion, was auch immer es ist. Traurigkeit, Wut, Scham, Hilflosigkeit, was auch immer es ist. Ja? Werd dir dieser Emotion jetzt wirklich nochmal ganz bewusst, wie sich das anfühlt. Und nun schickst du Kraft deiner Gedanken, diese Emotion auf diesen Lichtstrahl in die Vergangenheit. Und du schiebst diese Perle vor dir her mit dieser Emotion. Und zwar so lange, bis du an ein Ergebnis, an eine Situation kommst, an ein Ereignis, die sich genau so angefühlt hat. Oder diese Emotion schon mal gefühlt hast, im Idealfall das erste Mal gefühlt hast. Also atme tief ein und vor allem aus und schieb mit jedem Ausatmen nach hinten. Wir gehen durch den letzten Tag, durch die letzte Woche. Wir schieben die Perle durch die letzten Jahre. Und fühl mal hin, ob es irgendwo einen Widerstand gibt, wo sie stehen bleiben möchte, diese Perle. Und wir gehen mal ganz weit nach hinten durch die Jugend, die Schulzeit, die Kindheit. Und fühl hinein in diese Emotion, die du suchst. Und bitte dein Unterbewusstsein, dir ein Bild zu zeigen, eine Szene, eine Begebenheit, in der du diese Emotion das erste Mal erlebt hast. Unser Unterbewusstsein hat alles gespeichert, egal ob du dich bewusst daran erinnern kannst oder nicht. Fühl ganz genau hin, woher kennst du dieses Gefühl? Und dein Unterbewusstsein zeigt dir jetzt vermutlich eine Begebenheit aus deiner Kindheit. Wenn du keine Szene siehst, dann fühl einfach hin, wo du vermutest, dass sich so angefühlt hat. Manche Menschen sind nicht so visuell begabt oder zumindest es nicht gewohnt, Bilder zu sehen. Oder vielleicht hörst du was oder hast einen Gedanken. Alles ist richtig, alles führt dazu, dass du diese Schlüsselsituation findest. Und wenn du eine Begebenheit, eine Situation, eine Szene gefunden hast, die jetzt, wo du relativ sicher bist, dass sich die so anfühlt, wonach du suchst, atme nochmal tief in deinen Bauch, dass du dir sicherer wirst. Und wenn du klar siehst, dann sehe auch alle beteiligten Personen. Was wird gesagt? Wer sagt was zu wem? Wer ist noch da? Bist du alleine? Wer sind die handelnden Personen? Wie alt bist du? Was hast du an? Wie riecht die Luft? Wie schmeckt die Luft?
Was für Geräusche sind zu hören? Versuch dir diese Situation nochmal so lebendig wie möglich vorzustellen. Nur ganz kurz, du musst nicht nochmal leiden, du musst es nur nochmal bewusst anschauen. Fühl hinein, woher du dieses Gefühl kennst, wonach du suchst. Wann ist es das erste Mal entstanden? Und wenn du es jetzt sicher spürst, dass es daherkommt, dann stell dir mal vor oder frag dich, was hättest du denn dort damals gebraucht an Unterstützung? Wer hätte denn wie handeln sollen oder dich schützen sollen oder was sagen sollen, dich verteidigen sollen oder was auch immer? Dreh jetzt einfach eine neue Szene. Versuch einfach mal einen anderen Verlauf dir vorzustellen. Einen, der deinen Bedürfnissen damals entsprochen hätte. Stell dir vor, was dir gut getan hätte. Vielleicht braucht es auch noch einen zusätzlichen Menschen, der kommen hätte sollen, der nicht da war. Du kannst dir das jetzt alles neu kreieren. Und fühl ganz genau hin, was du brauchst, gebraucht hättest. Sei ganz, ganz, ganz ehrlich, es sieht und hört keiner sonst außer dir. Also spür ganz genau hinein, wann fühlt sich's richtig an? Wann fühlt sich's gut an? Wer hätte dich anders wie behandeln sollen? Und dein Unterbewusstsein ist sehr, sehr empfänglich jetzt für diesen neuen Ausgang dieser Situation, dieser Szene. Dein Unterbewusstsein möchte, dass du diese Szene heilst, diese Wunde, diese Narbe in dir. Und ist daher sehr, sehr aufnahmefähig für diese neue Information, für dieses neue Gefühl. Und dann verinnerlich nochmal, wie es sich jetzt anfühlt mit dieser neuen Abfolge, mit dieser neuen Erkenntnis, mit diesem neuen Erlebnis. Ist es so, wie du dir das gewünscht hättest? Dein verinnerlichtes Muster, was dein inneres Kind bis zum heutigen Tag für dich so abgespeichert hat. Ist es jetzt in dieser Situation glücklich? Mit dem Ausgang, mit dem Verlauf. Oder braucht es noch etwas? Gibt es noch irgendeine Handlung? Muss noch was gesagt werden? Schließ die Szene ab. So, wie es für dich richtig gewesen wäre. Und lass das Alte einfach ziehen. Und du kannst jetzt auch den handelnden Personen, die dir damals
wehgetan haben. Du kannst dir vorstellen, auch die hatten ungeheilte Wunden in sich und sie haben damals vermutlich völlig unreflektiert gehandelt. Und von daher kannst du es einfach auch akzeptieren und loslassen. Und jetzt verbinde dich nochmal mit deinem jetzigen neuen Bewusstsein aus dieser Szene. Wie fühlt sich das an, wenn du all das bekommen hast, was du wolltest, was adäquat war in dieser Situation? Hast du Zuwendung, Schutz, Liebe, Zuspruch bekommen? Hast du irgendwelche Erkenntnisse daraus gezogen? Und dann verbinde ich mit diesem neuen Gefühl an diese Situation und ja, schieb's auch mit den Händen, dieses neue Gefühl irgendwo zu deinem Herzen, in dein Herzenergiefeld. Da ist es jetzt neu abgespeichert. Und dann kannst du dich bei dir selber bedanken. Und du bist dir jetzt bewusst, dass du als erwachsene Person selber dir all das geben kannst, wonach du als Kind dich gesehnt hast. Du kannst dir all diese Liebe, die du immer gebraucht hättest, diese bedingungslose Liebe, die kannst du deinem inneren Kind, also deinem Bewusstsein aus der Kindheit, was man inneres Kind nennt auch, das kannst du jetzt selber nähern, du kannst dich selber damit auftanken. Du kannst dir all das, was du immer noch im Außen suchst bei irgendjemandem, auch heute noch, das kannst du dir alles innen selber geben, indem du diese alten Wunden heilst und dein inneres Kind bedingungslos annimmst, genau so wie es ist. Egal, was es macht oder gemacht hat, dein inneres Kind ist einfach genug. Es ist souverän, es ist vollkommen. Mit diesem Bewusstsein reisen wir jetzt wieder in die Gegenwart. Du bedankst dich nochmal bei dir selbst und atmest ein paar Mal tief durch und gehst wieder mit deinem Lichtstrahl in deinen erwachsenen Körper und dein Bewusstsein. Du atmest tief aus und ein, spürst nochmal die Verbindung zu deinem inneren Kind, das ein Stück weit jetzt auch geheilt ist. Und fühl die Liebe und die innere Verbundenheit jetzt mit einem wesentlichen Anteil von dir. Und ich zähle es nochmal bis drei und dann sind wir wieder in diesem Raum. Eins. Du spürst nochmal die Verbindung zu deinem inneren Kind, das jetzt eine tiefe Wunde geheilt hat. Zwei. Du verteilst diese Liebe im ganzen Körper, in deinem Geist, in deinem Wesen. Stell dir einfach vor, diese Liebe ist Licht und du verteilst es einfach in deinem ganzen Körper. Bist durchdrungen von deiner Liebe zu deinem inneren Kind. Du bist, diese Liebe geht sogar über deine Körpergrenzen hinaus. Du bist geschützt. Du bist stark. Du bist eins mit dir. Und drei, du bist wieder mit deinem Bewusstsein im Hier und Jetzt. In diesem Raum. Willkommen zurück. Ja, atme jetzt nochmal tief.
Genau, ihr könnt es mal strecken, regeln, gähnen, alles. Die Kameras sind ja alle aus. Ihr könnt tun, was ihr wollt. Und selbst wenn Kamera an ist, ist das alles erlaubt, gell? Gut. Nach so einer Session ist man immer so ein bisschen mordfaul, glaube ich. Ich kenne das von mir. Aber wer trotzdem irgendwas sagen möchte oder schreiben möchte, gerne. Sehr danke, habe ich schon gesehen. Ja, danke euch fürs Mitmachen. Wie geht's euch? Sandra, wie geht's dir? Du bist die Einzige, die ich jetzt hier sehe. Magst du was sagen? Ja, du hast das auf jeden Fall sehr schön gemacht. Da konnte ich mich jetzt richtig gut reinfallen lassen. Schön. Interessanterweise, die Emotion, die ich jetzt im Hier und Jetzt dann so wahrgenommen habe, passte aber dann nicht so richtig zu den Bildern, die gekommen sind. Da muss ich nochmal drüber nachdenken. Inwiefern? Das ist interessant. Das möchte ich wissen. Ja, ich muss mal eben noch jemanden wieder reinlassen hier. Ja. also im Hier und Jetzt war das halt das Gefühl der Wut, dass Verantwortung auf mir abgelegt wird, was ich aber so nicht möchte. Okay. Aber das passte halt nicht zu den Situationen, wo ich dann halt so zurückgeführt werde oder wurde. Das möchte ich jetzt aber hier nicht so teilen, aber das passte halt nicht so. Das war dann eher so, also da hätte ich eher so mit Ohnmacht gerechnet. Hilflosigkeit, Ohnmacht halt. Okay, ja gut, also da gibt es ein paar Aspekte. Danke, dass du das mitteilst. Das ist sicher für alle interessant, immer sowas, weil die erleben wahrscheinlich, die anderen erleben vielleicht auch ähnliche Dinge. Ist immer interessant, wenn einer ein bisschen was erzählt von dem, was er erlebt. Also zum einen kann es sein, dass du nicht exakt dieses Erlebnis gefunden hast, sondern irgendein anderes, was war auch wichtig ist, und dein Unterbewusstsein gesagt hat, das machen wir jetzt nicht, das ist jetzt gar nicht so wichtig, das andere ist wichtiger. Okay. Also dein Kopf, dass du vielleicht vorher noch ein bisschen zu sehr im Kopf hast, das ist es eigentlich, das möchte ich jetzt. Und dein Unterbewusstsein hat dir aber ein anderes Thema gezeigt, was mit Sicherheit auch wichtig ist, nehme ich an, ne? Genau. Ja, Und außerdem, wenn du jetzt so die Erwartungshaltung hattest, zu sagen, das muss jetzt, ich glaube, das ist sicher Wut, ja, das ist Wut, und du hast jetzt irgendwas erwartet und es kommt was anderes, dann ist es vielleicht immer noch eine verkleidete Emotion, und dahinter steckt dann doch die Wut vielleicht oder die Ohnmacht, beziehungsweise aus Ohnmacht entsteht normal Wut irgendwann später. Also wenn du... Das weißt du wahrscheinlich. Also wenn du als Kind irgendwann ganz arg Ohnmacht erlebt hast, also nicht im Sinne, dass ich jetzt wirklich in Ohnmacht falle, sondern dass du dich ausgeliefert gefühlt hast einer Situation, einfach handlungsunfähig, also das bezeichne ich jetzt als ohnmächtig, ja, dann halt führt es, wenn du erwachsen bist und das checkst mal, dass das so ist, das macht dich unglaublich wütend, ja. Und warum nur? Und warum konnten die nur? Also die Ohnmacht ist die Basis, und die Wut kommt als nächsten Schritt, wenn du drauf kommst, dass was man dir genommen hat oder was du so nicht leben konntest, was man dir vorenthalten hat oder was auch immer es war, ja. Und zum anderen ist es auch so, manchmal kommt man mit so einer Reise, ich muss sagen, ich habe es jetzt ein bisschen schnell gemacht, weil wir gar nicht so lange geplant haben, dass wir machen. Normalerweise lasse ich mir da ein bisschen mehr Zeit. Also ich rede, also es gehört eigentlich ein bisschen mehr Zeit. Ich wollte euch nur schon mal zeigen, wie es in welche Richtung es gehen könnte. Manchmal ist es so, dass du auf ein Erlebnis kommst, was nicht das Schlüsselerlebnis ist, sondern eine Folgeerscheinung von deinem Ursprungsthema. Ja? Das ist auch okay. Es ist nur so, wenn du gleich das Schlüsselerlebnis findest, aus der, wo du sagst, da ist es, da habe ich das erste Mal empfunden, dieses Gefühl, ja, dann löst das alle Folgeerscheinungen oder Erlebnisse, die auf diesem Konstrukt aufbauen. Ja? Also von daher, wenn du schaffst, das Ursprungserlebnis zu finden, dann hast du wirklich die ganze Reihe geheilt gleich, ja. Wenn du nur ein Folgeerlebnis aufspürst, ist es auch gut. Das musst du vorstellen wie bei so einer Zwiebelschale. Ne? Da hast du jetzt erstmal so ein paar Schalen abgeschält und dann kommt das Neue. Ja? Und es ist alles, was irgend alte Strukturen löst, ist zu begrüßen und willkommen. Und da würde ich euch auch vorschlagen, dass ihr da auch
ja, in gewisser Weise eine bestimmte Dankbarkeit euch selber gegenüber spürt oder euch eingesteht und euch würdigt dafür, dass die Seele das freigegeben hat, dass das preisgegeben wurde. Egal, ob es jetzt eine einzelne Zwiebelschale ist oder ob ihr gleich direkt an die Wurzel gekommen seid. Super. Gut. Ja, also die Ute schreibt, ich kann gar nicht richtig gucken jetzt hier, meine Ute. Vielen Dank für die Reise zu meinem inneren Kind. Konnte etwas entdecken, das mir bisher so überhaupt nicht bewusst war. Ich fühle mich jetzt ganz erfüllt und versöhnt. Ja, schön. Super, super. Ja, das Thema versöhnt, da bräuchte man jetzt einfach noch viel mehr Zeit, gell, um das in die Tiefe zu verfolgen. Da hängt ja so viel dran. Also letztendlich geht es auch immer darum, im Nachhinein oder auch während der Reise, normalerweise mache ich während der Trance sowas, aber das, wie gesagt, ist heute nicht im Programm mehr drinnen, dass wir uns dann auch aussöhnen mit den handelnden Personen. Weil letztendlich ist, wenn du Groll vor dir herschiebst, wenn du jemanden noch nicht vergeben hast, hängt es an dir dran emotional bis ans Ende deiner Tage, solange du nicht vergeben hast. Letztendlich, man glaubt immer, man tut den anderen einen Gefallen, wenn man vergibt. Nein, man tut sich selbst den größten Gefallen, wenn man vergibt. Ja? Und das gehört normal dazu. Also ich habe für jemanden, der sind, jemanden, den es interessiert, ich habe auch so eine kurze Trance-Reise, eine ca. 20-minütige aufgenommen, vor längerer Zeit schon, das war schon letzten Sommer mal. Und ich habe das Video auch Sandra zur Verfügung gestellt. Wer da interessiert daran ist, sich zu Hause nochmal damit zu beschäftigen, ihr könnt das wirklich mit jedem Thema machen. Also wenn ihr jetzt morgen drauf kommt, ich habe da immer so einen Hass oder ich fühle mich da immer so zurückgestellt oder ich fühle mich da immer so und so und so, ja, dann könnt ihr das mit jeder Emotion machen. Ihr könnt das Video einschalten. Ich erkläre da vorher immer noch 5-6 Minuten irgendwas nochmal zu dem Thema überhaupt, warum wir das machen. Und dann könnt ihr das wir jetzt eben, ihr könnt euch das zu Hause runterspielen und ihr könnt im Geiste einfach mit jedem Thema in die Vergangenheit reisen und das ist eine geführte Trance-Reise, ähnlich wie jetzt, nur noch ausführlicher. Ich habe es jetzt ein bisschen kürzer gemacht, aus Zeitgründen. Und also es ist eine heilsame Geschichte und ihr könnt es reproduzieren, wie ihr wollt zu Hause. Also würde ich euch ans Herz legen. Und, also die Sandra hat ja angekündigt, es gibt eine Überraschung am Schluss, glaube ich, stand irgendwo drin, gell? Genau. Es ist so, dass ich ab nächsten Mittwoch, also heute in einer Woche, geplant habe, ein 7-stufiges Webinar anzubieten. Also ich mache es auf jeden Fall. Und wo wir jedes Mal am Mittwochabend für 1,5 Stunden, also 90 Minuten, Heilreisen machen zu unterschiedlichen Themen. Also das Webinar heißt, wie heißt mein Seminar? Mit Trance Healing zu einem außergewöhnlichen Leben, genau, habe ich es genannt. Und zwar ist es so, dass wir da von einem Bewusstseinsstand an ausgehen, wo wir schon viele Glaubenssätze gelöst haben, wo wir nicht mehr glauben, wir sind das Opfer unserer Umstände, wo wir nicht mehr glauben, alle anderen sind schuld, wie es mir heute geht, ja? Wo wir schon auf der nächsten Ebene sind, okay, wir können unser Bewusstsein ganz aktiv, wir können unser Bewusstsein ja aktiv steuern und programmieren und wir machen jeden Abend dann eine Heilreise mit sehr, sehr ausgeklügelten Mentaltechniken, wo wir auch in andere Zeitschienen gehen, soweit man das überhaupt so bezeichnen kann, wo wir ins Quantenfeld eintauchen, wo wir uns mit unseren spirituellen Guides verbinden und so weiter. Also, die Sandra, glaube ich, hat euch auch die Einladung schon irgendwo hingeschickt oder hochgeladen, zum Runterladen, genau. Irgendwo. Ja, das ist jetzt ein bisschen kryptisch, das ist halt das Google-Doc dann für die Einladung. Das stelle ich aber auch nochmal dann in die Telegram-Gruppe. Ich weiß nicht, wer von euch da drinnen ist. Und ansonsten kann ich das auch nochmal in die E-Mail mit reinpacken, wenn ich die Aufzeichnung nochmal verschicke. Genau. Und also warum ich das jetzt nochmal erwähne, ist einfach auch, weil diese kleine Meditation, die ich vorhin erwähnt habe, also dieses Video, wo es um die Heilung des inneren Kindes geht, was man sowas Ähnliches, was wir jetzt schon gemacht haben,
Würden die Teilnehmer on top kriegen, gratis, wenn für die Leute, die sich anmelden möchten für den großen Kurs, wo es wirklich dann um eine echte Transformation geht. Also ich habe hier auch eine Beschreibung noch, worum es konkret geht. Ich kann euch da mal ein bisschen was vorlesen. Das habt ihr aber auch alles in dem Dokument dann zum Nachlesen. Also wir werden in der ersten Woche geht es um die Vision für die Zukunft. Und zwar immer ausgehend von diesem Status, ich bin genug, ja, ich bin im Sein, ich bin in der Fülle. Dass wir nicht mehr so Zweckziele definieren für uns. Und das würde ich haben, weil dann habe ich das und das und das. Nein, ich bin schon mal genug, ich bin im Sein, mit mir verbunden, mit meiner Essenz. Und aus diesem Gefühl der Vollkommenheit, der Fülle, schaue ich ganz genau hin, was ist denn meine Berufung, was ist denn mein Ziel, mein übergeordnetes Ziel. Ja? Das ist das Thema der ersten Stunde. Dann haben wir, also in der zweiten Woche haben wir Wachstum als eigenes Ziel. Wie kann ich denn diese Zeit von meiner Idee bis zur Manifestation, diese Zwischenschritte möglichst effektiv mit einer bestimmten Mentaltechnik kreieren, dass ich das Ziel nicht aus den Augen verliere und dass es mir gut geht dabei. Ja? Also das ist Wachstum, wie früher hat es oft geheißen, der Weg ist das Ziel. Im Prinzip geht es darum, ja? Den Weg als eigenes Ziel mal zu definieren und zu spüren, was als nächstes ansteht. Dann haben wir eben das Thema Berufung nochmal, wie man innere Führung erhält, wie komme ich mit meiner Intuition in Kontakt, wie kann ich mit meinem spirituellen oder auch weltlichen Beraterteam mich verbinden und Ratschläge einholen, wie kann ich auf dem Wissen aufbauend meinen Alltag gestalten, damit ich die Informationen, die ich von einem anderen Bewusstsein her generiere, nicht nur als nette Spielerei hier, wie soll ich sagen, mich damit beschäftige, sondern dass ich diese Information wirklich in den Alltag auf den Boden bringe und sage, und jetzt geht es darum, das umzusetzen. Weil nur dann bringt es was. Es hilft ja gar nichts, wenn ich jetzt irgendwie tolle Pläne habe und ich kann mit meinem Geist da irgendwie korrespondieren und kriege da Inputs und alles und dann sitze ich da und weiß, was mache ich jetzt eigentlich damit? Ja? Also da geht es dann wirklich darum, dass ich diese Dinge hier in diese Welt bringe, in mein Leben, dass ich das hier manifestiere und meine Talente, wofür ich auf der Welt bin, hier ins Leben bringe und umsetze. Das ist total wichtig. Weil manche vergessen dann oder man neigt dazu zu sagen, ach ja, das schaue ich mir das jetzt an und dann stehe ich morgen auf und mache wieder alles genauso wie vorher. Ja? Also dass man das wirklich herholt und sagt, und was, jetzt veredle ich mein Leben, jetzt kreiere ich wirklich ein Leben, was mir entspricht. Darum geht es einfach. Ne? Und ganz zum Schluss, in der allerletzten Session, in der siebten Woche, werden wir versuchen, so weit zu gehen, dass wir eine Heilung auf geistigen Wege einleiten. Also ich glaube, es gibt keinen von uns, der nicht irgendwas hat zu heilen. Ja? Und genauso wie wir Informationen anderer Art aus anderen Dimensionen herholen können, können wir auch die Heilenergie aufrufen und uns damit verbinden, sodass Heilung auf körperlicher und emotionaler Ebene geschehen kann. Also das ist so ganz grob, die sind nur die Überschriften von den nächsten Wochen. Und wie gesagt, wer sich jetzt dafür kurzfristig entschließt, und es müsste jetzt relativ kurzfristig auch funktionieren, weil wir schon in einer Woche starten, der bekommt dieses Video, wo es um die Heilung des inneren Kindes geht, on top drauf. Gibt es Fragen? Wünsche, Beschwerden, Anregungen? Ja, also dieses Webinar, dieses siebenwöchige, wie gesagt, startet nächsten Mittwoch, ist immer um 18:30 Uhr bis 20 Uhr.
Und da lade ich in den Zoom-Raum ein. Wir machen es über Zoom wieder. Und ihr bekommt, wer sich anmeldet, bekommt den Zugangslink. Und es gibt auch ein Handbuch dazu, also ein Begleitheft, ein 18-seitiges, glaube ich, was ihr als Basis bekommt, womit ihr euch dann auch parallel dazu beschäftigen könnt. Und es gibt auch wieder eine Aufzeichnung. Das heißt, wenn einer sagt, oh, an dem Tag bin ich dann nicht da, dann könnt ihr euch die Aufzeichnung anschauen. Und manche, also ich habe schon Anmeldungen, die eine hat gesagt, ich bin in Sizilien, und die andere sagt, ich bin auf Kreta. Ja, wenn man sich einloggen kann, den einen Abend, dann geht es auch von wo immer ihr seid an diesem Abend. Und das ist ja ein Bonus dieser Zeit, auch wenn ich mit dieser Technik noch ein bisschen hader gerade. Aber es ist möglich, habe ich gelernt. Also ich würde mich freuen, wenn der eine oder andere sich noch anmelden würde. Und ja, wenn es noch Fragen gibt, bitte jetzt. Oder wenn noch jemand was erzählen möchte von seiner kurzen Reise, gerade von seiner Reise in die Kindheit. Ansonsten würden wir langsam dann für heute ein rundes Ende herbeiführen. Sandra, hast du noch irgendwas? Was? Nein. Nein, es ist gemein. Sie sagt nichts. Nein, es war auf jeden Fall sehr, sehr schön und bereichernd, finde ich. Schön. Ne, und so in die Tiefe zu gehen, das ist halt auch super, super heilsam, wenn das Unterbewusste sprechen darf und der Kopf ist ausgeschalten. Ne? Ja. Ja, und vielleicht auch einfach noch zum Schluss, dass jetzt diese 7-wöchige Reise mit dir wirklich zu dem Superpreis von 315 Euro gemacht wird. Das ist ein Klacks, wenn man das vergleicht mit dem, was man gewinnen kann. Ja, na, es ist auf jeden Fall ein Schnäppchen. Also wenn du heutzutage, also es ist wirklich ein Schnäppchen. Es ist zwar, ja, klar, 300 Euro sind nicht wenig, aber auch für so eine 7-wöchige Angelegenheit, wo du jedes Mal mindestens 90 Minuten ganz in die Tiefe gehende Dinge machst, wo du mit deiner Seele in Kontakt kommst und darüber hinaus, ist es wirklich ist ein Schnäppchen eigentlich, ja. Aber ich würde mich freuen, wenn ihr mit dabei seid, genau. Ja. Ja, gut. Und wie gesagt, also wenn jemand sagt, okay, mir reicht das heute und ich will nur mein inneres Kind heilen, das reicht mir, dann kauft euch gerne dieses Video mit der Reise zum inneren Kind für 15 Euro. Ansonsten für diejenigen, die sich für das große Seminar, für das große Webinar ab nächster Woche anbieten, ist es gratis dabei. Genau. Und E-Mail an dich, ne? Für E-Mail an beides mich, steht genau. ja dann in der Einladung. Genau, und ja, die Informationen zu dem Seminar ab nächster Woche, zu dem Webinar, stehen auch auf meiner Website grob drauf. Auch wenn ihr auf der Startseite seid, das zweite Seminar. Ich habe da momentan auch ein Präsenzseminar bei mir hier im Ort am Laufen, was immer freitags läuft. Also das ist es nicht. Heißt auch Trance Healing, ist aber anders. Das ist dann die Basics, ja. Was wir hier anbieten ab nächste Woche, heißt mit Trance Healing zu deinem außergewöhnlichen Leben. Das ist das zweite, was da auf der Website gerade angeboten ist bei mir. Auf seelentöne.at in Österreich, Genau. ja. Nicht irritieren lassen, es ist wirklich in Österreich. Man hört es wahrscheinlich auch. Ja, und es wird auch wirklich mit Ö geschrieben, weil das hat Ja, halt ja. hier nicht mit aufgenommen. Normalerweise ist ja OE, aber das ist wirklich mit Öchen. Ja, Ö wie Österreich, genau. Seelentöne, Ö wie Österreich, genau. Genau. Super. Gut. Ja, also wenn es keine Fragen mehr konkret gibt, dann würde ich sagen, vielen Dank für heute. Birgit, ich freue mich, dass du mit Bild bis zum Schluss dabei geblieben bist. Ich freue mich immer, wenn ich nicht in einen schwarzen Bildschirm schauen muss, wenn ich ein paar Leute sehe, mit denen ich rede. Das macht es ein bisschen lebendiger und echter für mich. Und alle anderen, die heute nur mit Ton dabei waren, auch vielen Dank natürlich, auch wenn ich euch nicht gesehen habe.
Ihr könnt auch sagen, wie war das nochmal, warum macht ihr das? Ihr könnt mir auch jederzeit eine E-Mail schreiben. Ich beantworte die Fragen auch, es sei denn, es sind irgendwie 1000 an einem Tag, dann nicht. Aber die eine oder andere Frage beantworte ich euch gerne. Und ansonsten, ja, alles Gute, schönen Abend. Und wenn ihr schnell entschlossen seid, also wenn ihr euch für das weitere Seminar anmelden wollt, dann bitte, also wenn es irgend geht, noch diese Woche, weil dann ist Ostern und es geht schon nächste Woche los, dass ich auch ein bisschen Gefühl habe, wie viele Leute wir sind. Das wäre ich euch, da wäre ich euch verbunden noch, ja? Ansonsten, Namaste, sagen die Yogis, ich sage einfach vielen Dank, alles Gute und vielleicht ein bisschen kürzer, gell? Schönen Abend noch. Danke fürs Dabeisein. Ja? Auch. Danke, Sandra. Einen schönen Abend. Alles Liebe, alles Gute, danke. Tschüss. Ciao, ciao.